cooking, yes, I do the cleaning. Hallo und herzlich willkommen zurück zur letzten Folge Rocket League. Weiß ich, tue halt so, als ob ich 30 verschiedene letzte Folgen hätte. Hallo und herzlich willkommen zurück zur letzten Folge Rocket League. Als ob ich halt schon 30 Stück gemacht hätte. Ja, das ist jetzt die 80. Folge. Ich denke, man hat das Spiel jetzt... Ja, ihr habt jetzt einen guten Eindruck von dem Spiel. Oder auch einen schlechten, je nachdem. Ja, ich spiele heute mal den Ripper. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, die Folge wird jetzt auch ein bisschen länger für euch. Vielleicht so 40 Minuten mal. Oder so. Kannst du jetzt auch mal was erzählen? Nee. Zum Beispiel, dass du immer noch hässlich bist, also hat sich nichts geändert. Obwohl, für die anderen Leute ist es ja nicht so ewig her seit der letzten Rocket League-Folge. Für uns ist es ewig her, als wir das letzte Mal Rocket League aufgenommen haben. So ungefähr ein halbes Jahr. Ja. Nee, so ein Vierteljahr. Also, ohne Spaß, die Rocket League-Folgen waren wirklich so in den ersten zwei Wochen, habe ich, glaube ich, um die 30 Aufnahmen. 30 Folgen gehabt. Also ihr seht die Aufnahmen ungefähr ein halbes Jahr später. Oder sogar ein ganzes Jahr später. Also ist ein ganzes Jahr ungefähr im Voraus aufgenommen. Hallo. Oh, oh. Nein, schade. Du bist halt scheiße. Ja, ich bin halt scheiße. Ah, den hättest du haben können. Ja. Hätte ich halt einfach mal machen können. Der First Touch war nicht so gut von mir. Oh, da war aber gut, dass ich auch noch hingeflogen bin. Oh, ja, nice. Ey, das ist ein Witz. Eigentlich wollte ich dann noch ein Backwards Goal machen, aber... Backwards Goal? Ja, ich geh mal kurz Boost holen. Ich meine, ist ja gerade hier alles gechillt, ne? Boxen sich gegenseitig um. Ich hab den in der Luft geboxt. Ist das nicht nice? Oh, ich dachte, der macht rein. Ja, warte, ich mach nochmal Vorlage. Schade, war nicht so gut. Ja, ah, nice, die guten Alter. Zeiten. Ja, wo du der MVP für mich reingemacht hast. Ja, und wo du der MVP bist. Den hättest du reingemacht. Ja, wenn der Gegner den nicht reingemacht hätte, dann hätte ich den reingemacht. Blöder Gegner, immer playen sie für dich. Oh nein, der kommt aber fast aufs Tor, das ist ja voll scheiße. Ja, ich hab halt gedacht, der trifft mal. Ja, ja, sag mal. Oh, den hau ich rein. Weggeboxt. Ja, ja. Jetzt kommt gleich bestimmt auch noch wie damals im Kindergarten, ne? Ach nee, du warst ja gar nicht im Kindergarten. Ups, hab ich ja vergessen. Ja, war nicht so gut für den Kindergarten. Ja. Kostet Kindergarten eigentlich Geld? Jetzt mal so, also komplett kontextfrei, so. Keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Achso, ja stimmt. Könnte ja sein, dass du es weißt, also, weil du weißt ja sonst über alles. Ein bisschen. Oh, das war gar nicht gut. Ah, das machen sie rein. Nee, der ist noch. Ach, der ist noch. Ah, ja, ich hab gesaved, Jay, ich hab's gesehen. Aber ich nicht. Wieso nicht? Zumal du hast mehr Punkte als ich. Wenn man bei mir 80.000 Punkte abzieht und bei dir dann welche dazu rechnet, ja, hast du mehr. Ja, da hast du allerdings recht.
Warum kamst du eigentlich nicht? Ich dachte so, ja, ich box die Gegner jetzt um. Und du machst rein, aber dann denkst du. Kannst du ja Ansage machen. Alter, das gibt's nicht! Auch bei Roller. Das gibt's doch gar nicht, heißt das nicht, das gibt's nicht. Ja, ja und? Aber doch, bei Roller passt trotzdem. Boah, Alter, war ein Schuss, der geht rein. Nee, das war eigentlich gute Vorlage, aber du bist halt scheiße. Ja, gute Vorlage von mir. Ja. Ach so. Ah, nee. Der Bengel. Bengel, der Bengelbauer-Boy. Ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte irgendwie Lust, den X-Devil zu spielen. Ach, schade. Ah, haben sie geahnt, ey. Die Bengels-Kinders. Komm jetzt, mach. Ach, schade. Ging nicht. Ja, ja. Wurde auch noch vorher weg. Was ein Ticken zu weit. Was? Der Ball war ein Ticken zu weit. Zu stark geschossen. Schade. Ach, schade. Also, du hättest fast gesaved, ne? Ja, ich wollte von oben drauf springen und jetzt dir. Ja. Und dann hat der Gegner einfach gesaved, so ein Bastard. Ja, richtig an. Oh nein. Oh, Kuya wurde schon mal outplayed. Aber nette Breitfeld. Nette Breitfeld, ja. Der macht es. Oh. Ja, hier Teamworks. Schade, dass es nicht geklappt hat. Weißt du, wir teamworken halt immer, indem du mich einfach wegboxst. Lol. Alter, was ein Save von dem. Boah, Alter, der war so gut. Alter, der war. Der war fast so gut geschossen, dass du den nicht halten konntest. Gute Vorlage. Ja, das war echt gute Vorlage von mir. Das tut mir sehr leid, dass das gute Vorlage war. Oh, ja, gut. Ah! Ach, Mann, schade, dass ich nicht MVP geworden bin. Dadurch, das war sehr knapp. Da wollte ich eigentlich so reinmachen. Ja. Hat er sich gedacht, nee. War halt einfach ganz easy, boah, ich ja. Ich muss wieder mein Auto ändern. Was nicht klar genug MVP oder was? Ja, ich hab ziemlich verkackt bei Fliegen 7. Warte. Nehm ich dann mal. Ich wollte gerade eigentlich wirklich fragen, was eigentlich mit Stefan ist. Ich hab vergessen, dass wir Channel gewechselt haben. Wer ist das? OneZone ist das. Oh, ich hab eine WhatsApp. Hä? Ich hab ne WhatsApp. Wäre immer noch besser als eine SMS. Spaß, das ist das schlechteste Lied, ey, was ich jemals gehört habe. Der wäre halt genau aufs Tor gerollt, aber der dachte sich einfach nee. Oh oh, verschätzt. Ja, schade. Mama, ich bin eine Breitfeld, ich kann nicht kalkulieren! Tja, brauchst halt mal einen Calculator. Ich brauch echt mal einen Calculator. Kalkulator. Ja. Was kann man denn damit machen? Damit kann man Sachen entkalken, ne? Nee. Verkalken kann man die damit. Bekalken. Ach ja, bekalken. Komm, mach gute Vorlage. Alle waren Ticken zu weit. Aber sonst wär's gut gewesen. Ich hab den geboxt. Oh Mann. Ja. Gut gesaved von mir. Ja, von mir auch. Oh Mann! Jetzt kommen die alle so scheiße, die Bälle. Er verkackt. Ja. Warte mal auf. Weil ich halt einfach guter Spieler bin. Guck. Hast du gesehen? Oh.
Ach Mann! Ich glaube, der war zu. Ah Mann, hättest du ihn da nicht nochmal berührt? Ja, ich bin von der falschen Seite auf. Ball zu. Boah, gut, dass du ihn da noch berührt hattest, sonst hätte er freies Schussfeld gehabt. Zwei rein. Falsch kalkuliert. Weißt du, macht er wieder gute Vorlage. Dreimal. Das ist... Oh Mann, Alter. Das war so ein schöner Schuss, wieso... wieso musst du den absnackern, du Fickkind? FIFA Fotzenkind, tralalalala. Keine Fotze. Oh, der war gut. Ja, richtig. Du! Ja, du bist so ein krasser Bengel, das ist der Hammer. Ey, dann macht er den auch noch selber rein. Ja, ich hab gehofft, dass ich mich da perfekt drehen kann, aber der Gegner war auch noch im Weg. Geil. Trotzdem hast du den gehalten. Sonst hätte der Gegner ja safe bekommen. Damit du es absnacken kannst, ne? Glaubst du, das rechtfertigt jetzt deine Aktion mir gegenüber oder was? Weil du mir das Tor absnacken wolltest. Mach rein. Naja, stand der Gegner. Den mache ich jetzt aber rein. Du hast mir jetzt dreimal mein Tor abgesnackt. Och Mann, Alter. Ja, das war aber jetzt gut, das heißt Touch gut. Ja, ich bin am Lachen, also. Alter. Ja, okay, mal. Ah, der geht doch nicht rein. Der hat mich geboxt, sonst hätte ich den halt reingemacht im Nachhinein. Ach, Gott sei Dank. Hab kein Wissen mehr zu spielen. Da hätten sie sich halt gegenseitig schon fast noch verkackt. Das ist noch damals, als du einfach keine Tore hattest. Aber drei Vorlagen, ne? Was war denn das? Alter, das gibt es nicht. Ach, du bist doch ein Faggot. Alter, der verkackte Kujas. Doch nicht. Nee. Ja, ich wurde ein bisschen geboxt von allen. Also eigentlich müsste ich ja die Punkte für die Tore bekommen, ne? Für das jetzt nicht, aber für die anderen drei. Walter dreimal abgesnackt. Was ein Faggot, Alter. Boah, du machst richtig gute Vorlagen ins Spiel. Ja, ja, ist doch gut. Ich meine, ich habe ja auch gute Punkte. 360, ne? Ja. Gut, bei dir, da muss man ja... Da muss man ja 250 abziehen, 250 Punkte. Den machst du nicht rein. Aber gute Vorlage eigentlich. Ja, danke. War immerhin schneller als dich aufzubingsen und dann selbst zu fahren. Achso, ich hab gedacht, der macht vielleicht mal was. Der ist jetzt aber meiner, du Faggot, ey. Ja, der Gegner hat. Ja, der Gegner, der Gegner. Ja, ich bin trotzdem ein VP. Aber schon echt eine peinliche Leistung von dir. Ja. Ja.
bin halt zu scheiße, um Tore zu machen. Ich mach nur Vorlagen. Bist halt echt zu scheiße. Weißt du, hättest du den nicht abgesnackt, dann hätte ich eine Fünferquote gehabt. Also, eine Fünferquote, eine 100% Prezi. 100er Prezi halt. Weil da hätte ich 5 Schüsse gehabt und 5 Tore. Nee, weil du hättest aber für das andere Tor hättest du dann auch noch einen Schuss bekommen, also hättest du nie die Prezi bekommen. Wahrscheinlich hättest du dafür. Gar nur abgewehrt. Oh, ach so, cool. Ich hab gedacht, der trifft. Ich hab gedacht, ja, lol, easy, läuft doch. Bitte rein. Oh, als ob der reingeht. Weiß ich, es war schon klar, dass der direkt reinfliegt, aber ich dachte halt, den save der noch. Guck's dir doch mal an. Das war halt auf jeden Fall so kalkuliert von mir. Er hätte doch nur die Wand hochfahren müssen. Ja, oder er hätte mal leichtes Flieg und Siegchen. Hätte schon gereicht. Oder einfach mal irgendwas machen. Ja, da hat sie verkackt, das First Touch. Ja, der hat halt zu spät oder halt zu früh. Eins von beiden. Da hat der andere halt gelauert und du nicht. Das war das Problem. Ja, der sein Mate hat vielleicht. Oh. Das war scheiße, ja. Das Problem ist halt, du bist halt gefahren, dass der geblockt wurde in der Mitte. Das kann man ja gezielt machen, indem man halt einfach nur drauf fährt. Ja, das war aber jetzt halt einfach, weil 2 gegen 1, dieses Tor jetzt. Ja, da muss man halt auch dann anders springen. Vorlage? Jo. Ich hab weggeklatscht, sonst hätte ich ihn selbst dein gemacht. Hast auch noch fast verkackt, wäre der Gegner nicht gekommen. Ich hab aber gesehen, dass der Gegner da kommt, deswegen habe ich den so gespielt. Weil ich hätte ja auch einfach, ich hätte ja auch einfach geradeaus fahren können. Ich bin einfach zu gut für den. Ich hätte ja nicht nach neben springen müssen. Das habe ich aber gemacht, um den Gegner zu tragen. Oh Gott. Boah, der Takumi ist nicht so lang wie der Dings. Eine ganz schöne Umstellung. Eine schanzgöne Umellung. Schanzgöne Umstellung. Oder so. Den musst du haben. Alles klar. Ja, ist doch ganz easy rückwärts. Ach, der trifft da wieder nicht. Jo. Wer ist ein MVP? Du, momentan noch. Da hätte ich das ein bisschen Boost nicht gesammelt, dann hätte ich jetzt nicht so da dran gekommen. Der ist wichtig, der Boost. Merkt ach was. Kinder. Ja. Weißt du, Kinder, lernt mal, ja, das ist die Lektion des Lebens. Boost ist wichtig, ja. Selbstweisheiten. Ach Leute, ich hab gedacht, du gehst da dran. Ja, ich dachte, der kommt. Der ist richtig kacke gekommen da. Ja, da war ich dann verwirrt. Naja, aber dafür verkacke ich den First Touch nicht. Alles klar, mach ich. Für uns natürlich. Ja, musst du schon dazu sagen, ne? Macht der es halt. Ja, macht der halt einfach gute Vorlage. Boost! Boah, den box ich. Ich Gegner boxen, aber dann hast du mich geboxt. Hast du mich nicht geboxt. Da wollte ich einen Gegner boxen, aber dann hast du mich geboxt. Ach Mann, Alter. Ja, mach du. Oh. Ich hab halt gedacht, das machst du so und dann sagst du eine Millisekunde. Ja, ja, das war ein bisschen zu spät, das ist mir dann auch aufgefallen. Alter, der eine Typ ist Franzose, gegen den dürfen wir auf keinen Fall verlieren. War so kalkuliert von mir.
War einfach so kalkuliert von mir, weißt du? Ich bin einfach der MVP. Schon ziemlich gute Vorlage. Nein! Der war vor mir da. Nice, läuft bei uns. Ja, du musst dann halt auch mal bitte ins Tor gehen, wenn ich mich schon wegbox. Ja, ich bin ja auch weggeflogen. Ich bin ja auch weggeflogen durch den Zusammenstoß. Hättest du das auch gesagt, Mama. Oh Mann, ich hab gedacht, der kommt hoch. Ja, okay. Weißt du, der eine Typ muss halt immer deine Tore angucken. Ich glaube, du hast Fanboy. Ich bin der Jakob, ich spiele Pai Dai 2. 2D Pai. Na, so läuft das, Alter. Alter, jetzt guck dir meine krassen Moves an. Auf jetzt gleich. Geil. So hättest du mal ein Tor machen müssen, ne? Hab ich vorhin gesaved. Das war leider über mir. Ah, jetzt muss ich schreiben. Lol. Oh Mann, ich hab keinen Boost. Der geht nicht rein. Ja. Ah, der geht auch nicht rein, scheiße. Gott sei Dank hat er es verkackt. Ja. Wäre scheiße zum Halten gewesen. Oh Gott, mach du. Ah, ich wollte eigentlich den Ball gerade so wegsnacken. Ah. Okay, da hat's der Typ den Typ verkackt. Mann! Wieso kann man nicht springen, wenn man gerade da drauf geht? Toll, hätte reinmachen können, hab ich gute Vorlage gemacht. Ja, ich bin lieber hinten geblieben, auf Nummer sicher. Boah, ich hab mich davor geworfen. Hat zwar nicht viel gebracht, aber... Fuck. Da haben mich alle Leute geboxt. Ja, mich inklusive. Ich dich inklusive, so rum.
Oh, was mache ich denn da? Scheiße. Ich hab noch extra. VP wegen Overtime. Weißt du, ich hab halt extra so schön langsam. Weißt du, wie du mir hinterhergefahren bist, ey? Dass ich nicht mal einen Assist dafür gekriegt hab, ist schon egal. Tja. Bist halt einfach dann nehmen scheiße. Wir jetzt noch weiter auf. Ja, wir haben jetzt 25 Minuten. Ich möchte so, ja, eine richtig lange Folge machen, Alter. Okay, ja, ein Game mache ich. Warum habe ich irgendwie keinen Bock mehr auf Rocket League? Kommt drauf an, wie wir jetzt in dem Game sind. Wenn wir jetzt so voll so 10-0 gewinnen und so, da haben wir vielleicht noch Bock. Aber ich finde, Rocket League ist schon krass. Kacke. Nein! Voll krass zum Casual Game geworden. Weißt du, früher haben wir das 5 Stunden am Stück gezockt, ja. Und jetzt so, ja, nicht mal eine Stunde immer pro Session, ne? Ja, gut, ich spiele ja viel zu. Ja, aber trotzdem. Ich habe ja auch mittlerweile schon 100 Stunden mehr als. Nee, nicht 100 Stunden mehr. 50. 50. Ich hab jetzt 270. Okay, ja, ich hab jetzt auch. Ich hab 197. Bald sind die 100. Bald hast du 100 Stunden mehr. Fick dich. Toll, jetzt hast du mich so geboxt, dass ich den nicht reinmachen konnte. Ja, ich den ja auch reinmachen. Ja. Dann hast du da halt gestanden. Wir haben gute Teamworks gemacht, ja. Egal, safe der Gegner halt, ne? Scheiße. Ja, komm. Ey, dann dann springt der. Guck dir es an, wie ich den wegboxen wollte. Weil da wäre ja nichts passiert. Guck, da wollte ich den wegboxen, dann springt der in dem Moment. Der Pingel. Jetzt hätte ich den voll geil weggedrängelt und der Ball wäre nicht reingegeht. Das war übrigens so kalkuliert von mir. Squid, du darfst nicht immer Boost holen gehen, wenn ich First Touch mache. Das ist einer der größten Fehler, den du machen kannst. Alles klar. Ja, irgendwie habe ich halt wirklich keinen Bock mehr jetzt gerade. Ach man, ich wollte aber nicht nur eine halbe Stunde Rocket League Folge machen. Komm, ein Game geht ja noch. Alles klar. Okay, dann ist die Folge halt nur eine halbe Stunde lang. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Und ja. Ich denke, 80 Folgen sind echt genug von einem Game. Also dann. Wir sehen uns bei einem neuen Let's Play. Ich weiß überhaupt nicht, Alter, wenn das veröffentlicht wird, was kommen denn dann für Spiele raus? Black Ops alle. 5? Oder sowas? Wahrscheinlich. Ja, und CSS endlich mal für die Russen. Ja, CSS kommt dann auch in Russland mal raus. Würde ich mal behaupten. Ja, geh dann jetzt mal weg. Ja, also, vielen Dank Deine fürs Zuschauen. Wechselt den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Nee, nicht bis zum nächsten Mal. Bis zu einem neuen Projekt. Macht's gut und ciao, ciao.